Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Test. Wir wollen heute 7 Mikrofone unter die Lupe nehmen. Die da sind: das HyperX Cloud 2 Headset, das MMX 2 Headset von Beyerdynamic, ein ModMic USB, quasi eine Art Halb-Headset. Dann hätten wir noch ein Tischmikrofon mit Schwanenhals von, ich muss nachlesen, Xiaokoa, kann aber auch jedes andere sein, steht eher stellvertretend. Hinzu kommt ein Rode NT-USB und ein HyperX Solocast sowie das Quadcast, auch von HyperX. Ich wünsche viel Spaß. Beginnen möchte ich mit dem HyperX Cloud 2, Kostenpunkt etwa 100 Euro. Ein kleiner Hinweis noch: ihr solltet nicht zu viel von der Kopfhörerqualität erwarten, das bewahrt vor Frust. So, schauen wir mal, wie sich das Kingston HyperX Cloud 2 im Sprachtest macht. Hier habe ich leider nur ein Let's Play, aber ich denke, da wird es auch schon deutlich. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Doom 64. Ist 2020 erschienen für die PlayStation und, naja, schauen wir mal, wie es wird. Neues Spiel, I Own Doom. Man fühlt sich gleich wie zu Hause. Die ersten Marines. Ja, die Marines hören sich ja eigentlich noch an wie bei Doom 1 und 2. Das sind die kleinen rosa Schweinchen von früher, die haben sich ein bisschen verändert. Kommen wir jetzt zum nächsten Kandidaten, dem Beyerdynamic MMX 300-2. UVP, ich glaube 300 Euro, Ladenpreis meine ich so 240 Euro. Positiv ist mir aufgefallen, dass das ein sehr, sehr wertiges Mikrofon-Headset ist. Und gleichzeitig sehr eng, sprich sehr ohrumschließend. Mir persönlich hat das nicht besonders gefallen, weil ich es im Hochsommer getestet habe und mir haben die Ohren geschwitzt. Man kann sich das nicht vorstellen. Das Wasser lief regelrecht raus. Andererseits ist es natürlich für Teamspeak-Geschichten etc. ideal, weil man hört seinen Nachbarn schlichtweg nicht. Wollen wir mal anhören, wie es sich so klanglich, mikrofonklanglich schlägt. Herzlich willkommen zurück. Level 7 erwartet uns heute. Und ich hoffe, dass es etwas leichter wird als Level 6. Das war ja doch sehr hart. Also, der rote Schlüssel ist hier. Ich wollte sagen, ab diesem Level bin ich genauso neu wie ihr wahrscheinlich in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was wo ist. Also, der gelbe Schlüssel, der rote Schlüssel, der blaue Schlüssel. Alle Schlüssel sind hier. Bisschen Maschinengewehr-Power gibt es hier. Gut. Das ist alles nicht sehr spannend. Eine einzige Tür. Ich vermute mal stark, wir müssen hier durch. Okay. ModMic USB. Was ist das eigentlich? Ein ModMic USB ist im Prinzip nichts anderes als ein Schwanenhalsmikrofon, welches über kein Stativ verfügt, aber das man an einen x-beliebigen Kopfhörer heranbasteln kann. Und das funktioniert auch ganz gut. Was kostet so ein ModMic? Aktuell in Corona-Zeiten liegt es bei ungefähr 100 bis 120 Euro. Ansonsten könnt ihr wohl 40 Euro abrechnen. Positiv ist mir aufgefallen, dass das Basteln des ModMics an euren Kopfhörer wirklich gut funktioniert. Wir werden gleich noch, und zwar jetzt, diese kleinen Magnete sehen. Der wird einfach an den Kopfhörer rangeklebt und der verbleibt dann auch daran. Und das ModMic wird einfach nur dran gehängt und kann auch wieder abgezogen werden. Negativ ist mir in diesem Zusammenhang auch aufgefallen, oder ist mir in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass man dann logischerweise zwei Kabel hat, sofern man keine Bluetooth-Sachen verwendet. Das bedeutet, dass ihr zwei Kabel immer parallel nebeneinander liegen habt. Und um ehrlich zu sein, ich habe da ständig irgendwelches Kabelgewirre gehabt. Sollte man jedenfalls vorher wissen. So, und nun schauen wir mal, wie würde sich ein ModMic USB bei einem Let's Play machen. ModMic USB, Aufnahmeform omnidirektional. Geschafft. Larsen Öystein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können.
Nun, der Vorgang an sich gehörte bei einem Bergungsschiff zum normalen Alltagsgeschäft. Er nahm alles auf, was sich zwischen Erde und Mond ansammelte, tote Satelliten, aufgegebene Raumer, eben den ganzen Weltraumschrott. ModMic USB, Aufnahmeform Niere. Geschafft! Lars Neustein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können. Nun, der Vorgang an sich gehörte bei einem Bergungsschiff zum normalen Alltagsgeschäft. Er nahm alles auf, was sich zwischen Erde und Mond ansammelte. Tote Satelliten, aufgegebene Raumer, eben den ganzen Weltraumschrott. ModMic USB klappern Laptop-Tastatur. Ich sag jetzt mal was dazu, dann habt ihr so ein halbwegs realistisches Bild, wie sich das Klappern wohl bei normal gesprochenem Text anhören wird. ModMic USB klappern mechanische Tastatur. Dazu kommt jetzt noch Gesprochenes, also nicht Gebrochenes, sondern Gesprochenes. Gar nicht mal so leicht zu reden und gleichzeitig bewusst auf einer Tastatur herumzudrücken. Aber es geht. So, unser nächster Kandidat stammt aus dem Sortiment der preisgünstigen Desktop-Schwanenhals-Mikrofone. Ist ein Modell von der Firma, ich muss wirklich nochmal nachlesen, XiaoKoa. Ich vermute mal, es ist auch das Modell XiaoKoa, wie auch immer. Diese Dinger stehen also für sehr preisgünstige Schwanenhalsmikrofone. Ob ihr nun dieses nehmt oder ein anderes, es wird wahrscheinlich alles vom gleichen Band irgendwie runterfallen. Positiv ist mir bei diesem Mikrofon aufgefallen, dass es sehr günstig ist. Es kostet in meinem Fall unter 20 Euro. Ich glaube, 18 Euro waren es. Negativ fand ich jetzt aber speziell bei dem XiaoKoa, wenn ihr euch das Teil mal genau anschaut, seht ihr oben einen oder auf dieser Fläche unten erstmal einen Regler. Das ist der Gain-Regler. Den kann man nach links und rechts machen. Und ihr seht etwas weiter unten einen Schalter. Ich hatte gedacht, das ist ein Stummschalter, nur ist es nicht. Es ist wirklich ein Ausschalter. Wenn ich das Ding an die PS4 angeschlossen habe, kam dann jedes Mal, wenn ich auf diesem Schalter gedrückt habe, Mikrofon wurde nicht mehr gefunden und das war dann alle mögliche Alarm. Ich weiß nicht, ob man das auf den Aufnahmen dann sehen würde, aber mich hat es total rausgerissen. Behelfen konnte ich mir damit, dass ich den Gain-Regler halt dann immer auf 0 gedreht habe, um die Stummfunktion zu haben und dann wieder hochgedreht habe, aber so richtig doll ist das natürlich auch nicht. Wir wollen uns jetzt aber mal anhören, wie hört sich das XiaoKoa im Test an und fällt es völlig ab oder auch nicht. Okay, seid gespannt. Geschafft. Lars Neustein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können. Nun, der Vorgang an sich gehörte bei einem Bergungsschiff zum normalen Alltagsgeschäft. Er nahm alles auf, was sich zwischen Erde und Mond ansammelte, tote Satelliten, aufgegebene Raumer, eben den ganzen Weltraumschrott. XiaoKoa klappern Laptop-Tastatur. XiaoKoa Schwanenhals Tischmikrofon klappern mechanische Tastatur. Kommen wir nun zum Rode MT USB, dem Platzhirsch unter den Großmembran-Kondensatormikrofonen. Das Rode erfreut sich großer Beliebtheit und das sicher nicht ohne Grund. Hinzu kommt, dass es einen sehr speziellen Kopfhörerausgang hat. Ihr seht es da mit den beiden Reglern. Zum einen wird da die allgemeine Lautstärke eingestellt und zum anderen aber auch das Verhältnis zwischen eurer Sprache und eben der Umgebungslautstärke. Das könnt ihr natürlich dann latenzfrei abhören. Nachteilig, und das sollte man echt nicht vergessen, ist, dass das Rode leider keine Stummtaste hat. Und gerade bei mir, der ständig sowas machen möchte, sich räuspern möchte, weil er irgendwie einen Frosch im Hals hat, wäre das schon sehr, sehr hilfreich. Einzig, wie ich mir dabei behelfe, ist, dass ich das eben softwareseitig über mein Aufnahmeprogramm mache, aber schöner wäre es natürlich am Rode selber. Ein kleiner Hinweis noch, das Rode hört ihr auch bei den Einleitungen und Beschreibungen zu den einzelnen Mikrofonen, ist sozusagen meine Standard-Alltagswaffe. So, jetzt geht's zum Test. Geschafft!
Larsen Øystein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können. Nun, der Vorgang an sich gehörte bei einem Bergungsschiff zum normalen Alltagsgeschäft. Er nahm alles auf, was sich zwischen Erde und Mond ansammelte. Tote Satelliten, aufgegebene Raume, eben den ganzen Weltraumschrott. Tastatur klappern, Rode NT, USB, Laptop, also auf dem Laptop. Tastatur klappern, Rode NT, USB, mechanische Tastatur. Kommen wir jetzt zum vorletzten Kandidaten. Kingston heißt die Firma, HyperX die Serie und Solocast das Modell. Dafür habe ich jetzt 5 Minuten vor dem Spiegel gestanden. Der Preis vom Solocast liegt bei ungefähr 75 Euro. Positiv ist mir bei dem Osterei die Sensor-Tasten-Steuerung oder wie man das nennen möchte, aufgefallen. Das ist keine Taste im eigentlichen Sinne, das ist ein Feld, ein Sensorfeld, wo könnte man es vielleicht nennen, man fasst sanft drüber und es geht dann aus bzw. an. Ich habe im Test nochmal einen extra Bereich dazu gemacht. Negativ ist mir aufgefallen, dass das Solocast extrem vibrationsempfindlich ist. Also ich hatte bei Testaufnahmen immer so komische Geräusche drauf, sowas wie bumm, 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 bumm. Ich dachte, wo kommt denn das her? Klang so ein bisschen wie so eine unsauber gespielte Double Bass. Ich habe es rausgefunden. Das war mein Handballen, der sich einfach bewegt hat, wenn er die Maus irgendwohin bewegt hat oder auf der Tastatur was gemacht hat. Das hat das 1:1 übertragen. Ich habe das bei keinem anderen Mikrofon, auch beim Rode, was ja auch über ein sehr, sagen wir mal, eingeschränktes Stativ verfügt vom Grundsatz her, habe ich das nicht erlebt, nur bei diesem hier. Ich kann euch, wenn ihr das benutzt, nur dringend empfehlen, einen Mikrofonarm zu verwenden oder es sonst wie irgendwie zu entkoppeln. So, jetzt geht's weiter zum Test. HyperX Solocast. Nahe Mond. Geschafft. Larsen Øystein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können. Nun, der Vorgang an sich gehörte bei einem Bergungsschiff zum normalen Alltagsgeschäft. Er nahm alles auf, was sich zwischen Erde und Mond ansammelte. Tote Satelliten, aufgegebene Raumer, eben den ganzen Weltraumschrott. HyperX Solocast Trittschall. HyperX Klappern Laptop-Tastatur. HyperX Klappern mechanische Tastatur. Kommen wir jetzt zu dem letzten Kandidaten, dem Kingston HyperX Quadcast. Kostet ungefähr 125 Euro. Gut gefallen hat mir bei dem Mikrofon die Mithörfunktion, die hier auch gegeben ist, im Gegensatz zum Solocast. Außerdem hat es ein wunderbares Sensorfeld. Sieht man vielleicht gleich mal. Ja. Okay, kommt dann halt gleich. Ein wunderbares Sensorfeld. Es hat auch noch 4 verschiedene Aufnahmemodi. Ich gehe die mal kurz durch. Das ist zum einen der Stereo-Modus. Ich nehme an, man sitzt dann nebeneinander und kann sich dann trotzdem mit links-rechts unterscheiden. Ist, denke ich, für Musikinstrumente eine gute Sache. Für Sprachaufnahmen weiß ich nicht, wofür ich das brauchen soll. Dann gibt es die Version Omni. Das bedeutet, man kann von allen Seiten reinsprechen. Stichwort runder Tisch vielleicht. Die 8, man kann von vorne und hinten reinsprechen und eben die Niere oder Cardio-Aufnahmefunktion, die ich grundsätzlich nur nutze. Die Spinne, die ihr seht, ist übrigens sehr wirkungsvoll, wie ich festgestellt habe. Trittschall wird im Gegensatz zum Solocast wirklich hervorragend rausgefiltert. Eine Sache noch, mit der ich gar nicht gerechnet hatte, im Verhältnis zum Rode nimmt es die Cardio-Funktion, ich will das mal so ausdrücken, ungewöhnlich ernst. Und filtert Nebengeräusche wirklich sehr wirkungsvoll heraus. Alle Aufnahmen, das möchte ich nochmal erwähnen, sind ohne irgendwelche, weiß ich nicht,
verändernde Software gemacht worden oder so. Das Einzige ist, ich habe die Gesamtlautstärke versucht anzupassen, damit es vergleichbar ist. Aber ihr werdet, so hoffe ich zumindest, bei dem Test vom Quadcast hören, dass die Nebengeräusche, also das Klappern der Tastatur, um es mal zu benennen, wirklich maximal leise sind oder maximal herausgefiltert wurden, wie auch immer das Mikrofon machen mag. Und das kann ich wirklich direkt mit dem Rode vergleichen und ich muss sagen, da schneidet, in dem Punkt schneidet das Quadcast wirklich besser ab. Aber ich möchte jetzt nicht dem Test vorgreifen. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt einfach mal die einzelnen Sachen an. Geschafft. Larsen Östein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können. Nun, der Vorgang an sich gehörte bei einem Bergungsschiff zum normalen Alltagsgeschäft. Er nahm alles auf, was sich zwischen Erde und Mond ansammelte, tote Satelliten, aufgegebene Raumer, eben den ganzen Weltraumschrott. Test der Stummtaste vom HyperX Quadcast. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11. HyperX, Klappern, Laptop-Tastatur. HyperX, Klappern, mechanische Tastatur. Ja, das waren sie jetzt, die 7 Kandidaten. Wir machen noch kurz einen Schnelldurchlauf und dann geht's gleich weiter zum Fazit. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Doom 64. Ist 2020 erschienen für die PlayStation und naja, schauen wir mal, wie es wird. Neues Spiel, I Own Doom. Herzlich willkommen zurück. Level 7 erwartet uns heute. Und ich hoffe, dass es etwas leichter wird als Level 6. Das war ja doch sehr hart. Also, der rote Schlüssel ist hier. Ich wollte sagen, ab diesem Level... ModMic USB, Aufnahmeform, Niere. Geschafft! Lars Neustein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können. Geschafft! Larsen Östein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können. Geschafft. Larsen Östein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können. Geschafft. Larsen Östein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können. Geschafft. Larsen Östein, Eigner und Skipper der Bodega, atmete ein paar Mal tief durch. Er hatte sein Schiff endlich an das treibende Wrack andocken können. Ja, nachdem der Schnelldurchlauf durch ist, kommen wir jetzt einfach mal zum Fazit. Ihr habt sicherlich einen eigenen Favoriten und... Naja, mal schauen, vielleicht gleicht sich das ja so ein bisschen. Platz 1 bei mir ist das Rode NT-USB. Punkt. Das spielt einfach klanglich in einer völlig anderen Liga als alle anderen Mikrofone, die ich habe testen dürfen. Schmerzlich vermisse ich eine Stummfunktion, auch das ist wahr. Dennoch Platz 1 Rode NT-USB. Platz 2 Kingston HyperX Quadcast. Ich muss sagen, es hat mich wirklich überzeugt. Klingt es für mich gut. Nur zum Vergleich, das Rode klingt sehr gut, das Quadcast gut. Dafür hat das Quadcast Features, die das Rode absolut nicht hat. Also diese wunderbare Stummschaltung finde ich toll. Die Trittschallbegrenzung über die eingebaute Spinne finde ich auch gut. Man spart sich halt eine Spinne, die funktioniert hervorragend. Und eben auch diese... Ja, was soll ich das denn sagen? Diese Super-Nieren-Funktion, ich will das mal so nennen, obwohl das sicherlich fachlich nicht korrekt ist. All das sind wirklich Features, die ich ziemlich gut finde. Und ich muss sagen, wenn jemand sagt, dass das Quadcast auf Platz 1 und Rode Platz 2 ist, wäre es auch okay. Aber für mich ist es jetzt einfach mal so rum. Platz 3. Platz 3 ist für mich der Preis-Leistungs-Sieger. Und zwar das Xia OK
Chor, ich hoffe, das war jetzt richtig rum. Ja, es kann klanglich nicht mit einem Rode oder auch einem Kingston oder ähnliches mithalten, ohne Frage. Aber ich muss sagen, für die lächerlichen, Verhältnis lächerlichen 18 Euro hat es doch einen relativ ordentlichen Klang. Und ich denke, wenn jemand sich überlegt, hey, ich möchte Let's Plays mal machen oder Podcast, weiß aber nicht, ob mich das wirklich interessiert, ist das eine prima Möglichkeit, sich auszuprobieren. Denn so schlecht, wie gesagt, klingt es nicht. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn man sich Let's Plays über Handys anguckt, ich glaube, das machen die meisten so, hört man die klanglichen Unterschiede wirklich nicht wirklich raus. Also von daher, dritter Platz, Preis-Leistungs-Sieger, das Schwanenhals-Desktop-Mikrofon. Hinten runtergefallen, und das möchte ich auch erwähnen, sind für mich sämtliche der Headsets. Also denke mal, für Teamspeech und solche Multiplayer-Geschichten sind sie wahrscheinlich hervorragend geeignet und dafür sind sie ja eigentlich auch gedacht. Aber, und deswegen habe ich sie mir auch seinerzeit gekauft und jetzt getestet, es gibt sehr viele Testberichte, Rezensionen, wie auch immer, die eben diesen Headsets sehr, sehr gute Klangqualitäten, also auch im Mikrofonbereich bescheinigen. Und ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, das Xia Kao Kikore, wie auch immer, Desktop-Mikrofon klingt nicht schlechter. Ist meine Meinung. Kann man natürlich anders sehen. Und abschließend nur noch ein Hinweis in eigener Sache. Sämtliche Beispieltexte stammen aus dem Roman Marsdämmerung von Thomas Sichelschmidt. Ich kenne den Autor ganz gut und habe die Genehmigung, daraus vorlesen zu dürfen. Marsdämmerung wird übrigens 2021, wann genau kann ich noch nicht sagen, im KOVD Verlag neu erscheinen. So, das war's jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Euer Thomas Sichelschmidt.